Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie ganz herzlich von der Mühlauer Stadtkirche zu unserer Andacht in nun fast schon gewohnter Weise. Dieser Sonntag trägt den Namen Jubilate, jauchzet. Im Psalm dieser Woche lesen wir, jauchzt Gott alle Lande, Lob singt der Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich. Wir haben Grund, Gott zu loben, für seine Schöpfung und für seine Kraft, immer wieder neues Leben zu wecken. Von dieser Kraft ist im Wochenspruch aus dem 2. Korintherbrief die Rede. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die Gottesdienste in der Osterzeit stehen in unserer Gemeinde in diesem Jahr unter dem schönen Titel Osterklang und sie widmen sich mehr oder weniger bekannten Liedern. Heute ist es das Lied Christ lag in Todesbanden, gedichtet und komponiert von Martin Luther. Wie können wir dieses fast 500 Jahre alte Lied verstehen? Was kann es uns heute sagen? Wozu kann es uns anregen? Gott segne uns alle, die wir zu ganz unterschiedlichen Zeiten und doch gemeinsam diese Andacht feiern. Amen. Wir beten mit Worten des 66. Psalmes. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singe zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet, ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung aus dem 1. Buch Mose. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist. Gott sprach, es soll Licht werden, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel, über das Vieh und die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Boden. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden kriechen. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin war. Am 7. Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit, die er getan hatte. Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag. Denn an diesem Tag ruhte Gott aus von all seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde. So wurden sie geschaffen. Amen. Christ lag in Todesbanden, für unsere Sünd gegeben. Ein Lied in für uns ungewohnter Sprache. Wir werden es nachher hören und auch den Text mitlesen können. Ungewohnte Sprache, fremde Bilder. Der Tod verbunden mit der Sünde.
Jesus, der die Sünde überwindet und dem Tod den Stachel nimmt. Das Leben, das den Tod verschlingt. Am Ende ein fröhliches Fest mit viel Licht und süßem Brot. Was sollen wir mit diesen Bildern, mit diesen alten Worten? Ein Blick in die Geschichte mag helfen. Wir kennen die Krippenspiele, Weihnachten in Bilder gebracht. Zu Luthers Zeit gab es das auch für Ostern. Das Lied bezieht sich auf diese Bilder, die uns aber eben fremd sind. Es war ein richtiges Theater mit Musik, Kabarett, viel Ostergelächter und Applaus. Und am Ende wurde gegessen, unter anderem eben süßes Brot. Man wollte den Menschen das Geheimnis der Auferstehung näher bringen, etwas Unfassbares wenigstens ein bisschen fassbarer machen. Das Spiel nahm die Zuschauer zunächst mit ins Reich der Toten. Viele sind dort versammelt und es werden immer mehr. Und sie sind alle irgendwie schuldig geworden, was teilweise humorvoll und auch deftig ausgeführt wird. Nichts haben sie also dem Tod entgegenzusetzen. Er hat alle Macht über sie. Aber dann kommt Christus ins Reich des Todes und er ist unschuldig, ohne alle Schuld. Er reißt dem Herrn des Totenreiches die Kleider vom Leib. Kleider machen ja bekanntlich Leute. Es bleibt nichts von dem Herrn des Totenreiches übrig als ein nacktes, klapperndes Skelett. Und er muss die Toten wieder freilassen. Dann wird das noch einmal als Kampf dargestellt, den Christus natürlich gewinnt. Ja, es wird weiter gestorben. Der erste Tod bleibt. Quälend genug, wie wir wissen. Aber der ewige Tod, der alles zunichte macht, der ist besiegt. Das Totenreich ist offen. Christus führt alle heraus. Die tiefe Bedeutung von Ostern. Das Leben verschlingt den Tod. Ein Bild gegen die Angst, endgültig vom Tod verschlungen zu werden. Nach dem Blick in die Totenwelt wird dann die Ostergeschichte gespielt, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, wie wir sie aus der Bibel kennen. Und am Ende wird gefeiert. Der Tod ist besiegt. Halleluja. Fremde Bilder, wie gesagt. Aber was würden wir spielen, wenn wir Ostern darstellen wollten? Die Menschen damals hatten Angst, auf ewig im Reich des Todes gefangen zu sein. Deshalb wurde der Triumph Jesu über den Herrn des Totenreiches so ausführlich dargestellt. Wovor haben wir Angst? Wo würden wir uns einen Triumphzug Jesu wünschen? Ich stelle mir Stationen eines Osterspiels vor, mit dem Wissen, dass auch das, wie das damalige, nur in Bildern zeichnen kann, was letztlich unvorstellbar und unverfügbar ist. Ich wünschte, Jesus würde im Triumphzug durch die Intensivstationen hier und anderswo ziehen, Kranke heilen, Sterbende in den Arm nehmen, Pflegende stärken und trösten. Ich wünschte, Jesus wäre überall dort, wo die Menschen müde sind oder voller Wut und Ungeduld, wo Überforderung und Sorge das Leben vergiften, würde Kraft und Zuversicht, Vernunft und Durchhaltevermögen schenken. Ich wünschte mir letztlich, Jesus würde im Triumphzug dem Virus den Garaus machen und uns wieder Gemeinschaft und Fröhlichkeit schenken, uns aber auch manches mitnehmen lassen an Gelerntem aus dieser Zeit über den Wert des Lebens und der Zeit, die uns gegeben ist. Aber er soll doch bitte auch in den Flüchtlingslagern dem Elend ein Ende machen und mit Macht dafür sorgen, dass jeder Mensch in seiner Heimat ein sicheres Leben führen kann. Dort, wo Menschen gequält werden, mit Worten oder mit körperlicher Gewalt, soll Jesus dem ein Ende machen. Ich könnte eine endlose Liste von Stationen eines Osterspiels schreiben. Es ist etwas anders als das damals, was die Ostergeschichte einfach erzählt. Es ist mehr ein Spiel, das Ostern zeigt, wie es heute sein könnte. Zeichen von Ostern sozusagen in Szene setzt, unsere Sehnsucht in Bilder fasst. Neue Schöpfung, wunderbar wie die erste.
Was machen wir nun mit dem alten Lied, das ein altes Spiel kommentiert und den Szenen unserer Sehnsucht? Ich bin fest davon überzeugt, Ostern ereignet sich in unserem Leben, in unserem Alltag. Nicht so spektakulär wie ein Siegeszug Jesu durch das Totenreich oder sein alles verändernder Gang durch die Krankenhäuser und Flüchtlingslager. Aber kleinere Szenen geschehen. Halten wir Ausschau nach ihnen, suchen wir in unserem Leben und um uns herum nach Osterszenen. Suchen wir die Momente, in denen wir getröstet und aufgerichtet werden, die Momente unverstellter Fröhlichkeit. Suchen wir die Szenen von Liebe zwischen Menschen, von Mitgefühl und Einsatz füreinander und für die Welt. Und lassen wir uns von ihnen stärken und ermutigen. Amen. Christ lag im Todesbanden, für unsere Sünd gegeben. Er ist wieder erstanden und hat uns gebracht das Leben. Des wir sollen fröhlich sein, Gott loben und ihm dankbar sein und singen Halleluja, Halleluja. Den Tod niemand zwingen kommt, bei allen Menschen Kind. Das macht alles unsere Sünd, kein Unschuld war zu finden. Davon kam der Tod so bald und nahm über uns Gewalt, hielt uns in sein Reich gefangen. Jesus Christus, Gottes Sohn, an unserer Stadt ist kommen und hat die Sünde abgetan, damit dem Tod genommen, all sein Recht und sein Gewand, da bleibt nichts Gestand, in Stachel hat er verloren. Halleluja. So feiern wir das Hoffest mit Herzensfreude und Wonne, dass uns der Herr scheinen. Erleuchte unsere Herzen ganz, die Sündennacht ist vergangen. Halleluja. Wir essen und leben wohl, zum süßen Brot geladen. Der alte sein bei ihm Wort der Gnaden. Christus will die Kost uns sein und speisen die Seele allein. Der Glaub will keins anderem leben. Halleluja. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Auferstanden bist du. Halleluja. Christus, du Lebendiger. Alles wird neu, wenn du mit uns gehst.
wir bitten dich, erneuere uns, erneuere deine Schöpfung. Wenn du mit den Leidenden mitgehst, Christus, dann werden sie aufleben. Wir bitten dich für alle, deren Not offensichtlich ist und die doch keine Hilfe erfahren. Wir bitten dich für die, deren Heimat zerstört wird und die inmitten von Krieg und Gewalt aushalten. Dein Frieden verwandelt die Welt, deine Gegenwart heilt die Wunden. Wir bitten dich, erneuere uns, erneuere deine Schöpfung. Wenn du mit den Mächtigen mitgehst, Christus, dann wird der Frieden ihre Herzen erreichen. Wir bitten dich für alle, die über das Geschick der Völker entscheiden. Wir bitten dich für die, deren Worte Gewicht haben, für alle, die mit ihrem Handeln und Reden Einfluss nehmen. Dein Gebot macht die Liebe stark, deine Wahrheit schützt die Schwachen. Wir bitten dich, erneuere uns, erneuere deine Schöpfung. Wenn du mit deiner Gemeinde mitgehst, Christus, dann werden wir zum Zeichen deines Friedens. Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, für alle Gemeinden, die bedrängt werden. Wir bitten dich für alle Gemeinden hier, in denen Veränderungen unausweichlich sind, die fragen, wo sie gebraucht werden. Dein Wort gibt uns Hoffnung, deine Gegenwart lässt uns jubeln. Wir bitten dich, erneuere uns, erneuere deine Schöpfung. Wenn du mit uns mitgehst, Christus, dann werden wir froh. Wir bitten dich für unsere Lieben, für die Kranken, für die Trauernden, für die Verstorbenen, für die Verzweifelten und Mutlosen. Du bist das Leben, du bist die Zukunft. So bitten wir dich heute und alle Tage. Erneuere uns, erneuere deine Schöpfung. Was uns sonst auf dem Herzen liegt, bringen wir zu Gott mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lobt unseren Gott, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Gott begleite euch und bewahre euch. Er lasse euch seine Kraft spüren, die stärker ist als alles, was uns gefährden und zerstören könnte. Er schenke euch Mut und Hoffnung und Zuversicht. Er lasse euch in seinem Frieden eure Schritte gehen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.